Willkommen zu einem neuen Stadionvlog. SV Wolfsburg, die den MSV Duisburg. Ich habe noch Duisburg-Fans hinter mir gehört. Also, mal gucken. Das ist mein erstes Stadionvlog, mein erster Stadionbesuch nach der OP. Wie viele von euch wissen, hatte ich ja einen Skateboardunfall und ich habe mich, ja, bin sehr böse umgeknickt. Ich freue mich, wieder ins Stadion zu gehen. Ich hoffe, ihr auch. Und nächsten Mittwoch seid gespannt, weil nächste Woche DFB-Pokal gegen Bochum. Bin dabei. Aber erstmal geht's in den Fanshop und ja, ein paar Duisburger Fans sind schon, ja, Polizei auch wieder am Start, also ist, ja, das letzte Spiel hat hier Elversberg leider 1:2 gegen Fair verloren. Duisburg hat 1:0 heim gewonnen. Elversberg ist zurzeit Zweiter und Duisburg ist zurzeit 10. Da noch Bilder gemacht werden. Ich glaube, heute kaufe ich mir mal was. Lol. Bin am Überlegen, ob ich das kaufen soll, aber ich weiß nicht, wie viel es kostet. Da steht kein Preis dran. Also ich habe mir das jetzt gekauft. Und für den Preis kann man nichts sagen. Jetzt geht's ab. Endlich wieder ins Stadion. Und da hinten, da oben werde ich hoffentlich bald sitzen. Alles Gutes. Zum ersten Mal VIP. Ups. Jetzt habe ich es uns verraten. Ach du Heilige, ich habe die 6. Es ist mir jetzt erst aufgefallen, dass ich ganz nah bei den Duisburgern bin. Reihe 12, Platz 1. Gefunden. Ich hole mir jetzt was zu trinken. Das ist die Chance. Das Tor ist auf. Ich habe noch ein paar Zuschauer getroffen. Voll korrekt. Also, Grüße gehen raus. Das letzte Spiel haben sie 1:0 gegen Halle gewonnen. Und wir, ja, ich will nicht drüber reden. Also wir sind aktuell Zweiter und Duisburg ist aktuell 11. Nächste Woche geht's gegen Bochum, DFB-Pokal. Ich freue mich. Aber jetzt erstmal das Bier probieren. Nein. 10 von 10. Christoph und unser Torwarttrainer, Sascha Burke. Ja, verlängert, Christoph, also sehr wichtig. Und da hinten ist Kofi, eine Legende.
hier raus. Ich bin umzingelt. Tja, hätten wir gern. Im Regen und im Winter. Egal wie stark die Erde wird. Doch für unsere Niederlage halten wir nicht mehr. Hat kaum Chancen, zum Schuss zu kommen.
spielen auf jeden Fall deutlich besser wie gegen Ferl. Das war echt eine Nullnummer. Jawohl! Scheiße! Ich hab doch 2:0 nicht aufgenommen! 2:0 für die SVL! Wieder daheim. Wenn euch das Video gefallen hat, dann smasht den Abo-Button, lasst ein Like da und wir sehen uns am Mittwoch gegen den VfL Bochum. Und Saarbrücken hat 1:0 gegen Mannheim verloren. Also, wir sehen uns.